Ja, die Systemuhr wurde schon wieder verstellt, weil ich schon wieder den Akku gewechselt habe. Mal schauen. Wir hatten, glaube ich, eine Woche Pause wegen zeitlichen Shenanigans. Deshalb gibt wieder kein Geld. Battle Rap, es ist ein bisschen später als üblich. Daher nichts wie rein. Gott, das Spiel ist viel zu laut. So, daher nichts wie rein in die Nachrichten. Willkommen bei den Mii-Nachrichten um 7 Uhr. Es gibt schon lange Gerüchte über ein Sumpfmonster im Schimmelbrotsee. Diese Gerüchte haben sich jetzt als wahr erwiesen. Während ihres Familienausflugs zum Schimmelbrotsee fühlte sich Dixie beobachtet. Und erblickte plötzlich das Monster, als es aus dem Wasser auftauchte. Offenbar hatte das Monster es auf das Essen von Dixie und ihrer Familie abgesehen. Kurz danach war es auch schon wieder im Wasser verschwunden. Wie es scheint, sieht das Monster genau wie Tashi aus. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Interessant. Ich wusste, dass das irgendwann passieren würde. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Odeon Ken, und das waren die Mii-Nachrichten um 7 Uhr. Ih, was war das denn für ein hässliches Monster? Es sieht aus wie mein Ehemann. Haben wir Vergnügungsparks und da Leute? Nein, Aussichtsturm. Überall sind Leute, aber niemand hat irgendwie Zeit für irgendwas. Kein Treff oder sowas. Alter, Hiddle! Hiddle Horse! Let's fucking go! Du shreddest auf deiner View. Alle wollen sie spielen. Und zwar haben sich wahrscheinlich wir gestritten. Tashi, hast du dich gestritten? Oder suchst du Freunde? Die suchen Freunde, als ob. Tashi, wer soll dein neuer Freund sein? Ich habe von einem Monster gehört, was sehr hässlich aussieht. Das ich sieht aus wie wirklich, du. du hättest mich schon vergessen. Nein, alles gut. Ich wäre so gern mit Mekoni befreundet. Go for it! Ich würde mich so gern mit ihm unterhalten. Nur Freunde! worüber? Worüber mit Nekuni? Intellektuelles würde ich ihm zutrauen. Danke für den Tipp. Ich gehe sofort los und rede mit ihm. Nix wie reine. Oh, das ist das Layout, merke ich gerade. Tatsächlich ein bisschen weird. Aber das korrigieren wir gleich. So soll es eigentlich aussehen. Richtig, Freundschaft geschlossen haben wir leider nicht. So soll es aussehen. Goddammit. Nee, warte, ich muss es hier kurz umstellen, weil das stimmt immer noch nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Touchscreen, mach das weg. So. Hätten wir mal vorher prüfen müssen. Intellektuell, was? Ja, Tashi war nicht intellektuell, ich sehe schon. Hier hast du ein paar Hähnchenteile. Nuggies. Apropos, ich wollte mir Abendbrot holen. Von daher. Ja! Es ist Zeit. Bye bye. Ihr macht das schon ohne mich. Irgendwas in meiner Tat, in meiner Küche ist voll eklig. Ich weiß nicht, was es ist. Und ich bin ehrlich gesagt auch nicht gerade erpicht, das herauszufinden. So, aber mit wem wollte sich denn Ari anfreunden? Das ist die viel wichtigere Frage. Hey, wir haben uns ja ewig nicht gesehen. Schön, dass du hier bist. Ja, freut mich auch. Nach langer Zeit. Ein Urlaub, um Stella besser kennenzulernen. Das wäre toll. Ja, meine Switch ist noch an. Ja, okay, sieht's aus. Dann nimm den Reisegutschein. Ja, nimm den Reisegutschein, aber iss vorher was. Iss und vergiss. Reisegutschein. Ja, du bist doch schon mal verreist. Bist du direkt wieder? Los mit Das Stella. ist für Aufi, mich. aufi. Toll, ich darf hier reisen.
Ist unvergiss, habe ich jetzt wieder für uns so mitgenommen. Nach Tahiti, an den Strand, wo es warm ist. Der Sonnenuntergang auf Tahiti ist ein fantastisches Motiv für ein Foto. Und sie mit dem dicken Schleifenkleid. Katsching. Oh, das ist tatsächlich gut geworden. Das Wasser hier ist toll für Strandfotos, aber noch viel besser zum Schwimmen. Okay, Zeit für ein Strandfoto. Lass uns ein Foto machen. Blinze. Perfekte Fotos bisher. Der Ozean von Moorea sind einfach beeindruckend. Lass uns ein Foto machen. Lass uns ein Foto machen. Also, Blinze, Blinze. Naja, fast. Aber alles in allem gute Fotos geworden. Lass uns schwimmen, bloß rein da. Und an alle anderen, die jetzt Mittagessen und Abendessen, guten Appetit. Hier, ein Souvenir für dich. Ein Souvenir, was ist das Schönste? Der Sandstrand. Muschelhalskette haben wir. Boah, ich hab eine. Ich hab sogar zwei. Ich hab eine Halskette mit einer kleinen Meerjungfrau. Die ist super süß. Pinke Haare. Gönn dir irgendwas, gönn dir. Skateboard. Funky Skateboard. Go for it. Du shreddest richtig. So wie Hiddle auf der Wii U shreddest du. Und dazu bekommst du noch Hechtfilet, weil du bist ein toller Hecht. Girl, du kannst alles sein, was du willst. Mahlzeit. Außerdem Cracker. Ari will ein Cracker! Heißt nicht der Vogel von Jaden Animations Ari? Ich glaube, Ari wollte keinen Cracker. Ich habe lange nichts mehr von Ari gehört. Ich hoffe, es geht dem Vogel gut. So, Haustiere, die sind jetzt nicht dafür bekannt, ultra lange zu leben. Shrek 2 ist so cursed. Es gab eine Szene, bei dem Ritter jemanden mit einer Tüte Katzenminze untergeschoben haben. Shrek 2 oder Shrek allgemein soll cursed sein. Das ist der Joke. Und Shrek 2 soll der beste Film sein. Ich glaube, ich habe Shrek 2. Also wir können uns den angucken. Ich hätte so gerne ein richtig niedliches neues Haar-Accessoire. Ein niedliches Haar-Accessoire? Wäre ja eher sowas. Also, was haben wir denn da schon? Ein Bärchen, Häschen, Schleifchen, Lorbeerkränzchen, Einhörnchen, Muschelchen, die Sonnenblume. Okay. Also, sie hat sogar schon die orange Sonnenblume. Kriegst du jetzt die gelbe? Passt doch zu dir. Vielleicht zwei habe ich damals als Kind im Kino gesehen. Ich habe das Dschungelbuch 2 im Kino gesehen. Ich weiß bis heute nicht warum, aber meine Oma sagt, ich habe als Kind Dschungelbuch echt geliebt. Heute denke ich mir nur. Bitte sehr, ein kleines Dankeschön. Okay. Meine Baloo ist ziemlich chill und ich kratze mir bis heute den Rücken, wenn ich mir irgendwo an der Ecke quasi. Also wenn ich. Ich suche mir eine Ecke und dann reibe ich meinen Rücken dran. Ich mache das bis heute so wie Baloo an der Palme. Das Dschungelbuch 2 nicht DVD only, tatsächlich habe ich es im Kino gesehen. Also, nein. Weil ich glaube, das erste Dschungelbuch kam viel früher raus. Kannst du checken, von wann Dschungelbuch 2 ist? Dann kann ich das Jahr sagen. Vielleicht so 2002, 2001, 2000? Oder vielleicht auch 1999, das kann sogar sein. Weil ich erinnere mich eigentlich an nichts von dem Film, aber ich erinnere mich, dass ich da war. Also wäre 3 Jahre das perfekte Alter dafür. Kennt ihr Dschungelbuch Kids? Das war so eine komische Serie. Und ich weiß nicht mehr, ob die was mit Kika zu tun hat. Also die lief, glaube ich, auf Kika. Und ich weiß nicht, ob die was mit dem Disney-Dschungelbuch zu tun hat oder nicht. 2003, sage ich doch. Den habe ich definitiv im Kino gesehen. Aber frag mich nicht, ob der gut war. So, du kriegst Rock'n'Roll. Wir sind die Girls von Rock'n'Roll. Oh mein Gott. Ich habe diesen Film
Diesen Film, ich habe ihn geschaut, als ich im Urlaub war letztens. Alvin und auf Weltenbummler oder wie auch immer der Film heißt. Ihr kennt den von Super RTL oder vielleicht seid ihr auch ein bisschen zu jung. Den, wo sie mit den Heißluftballons um die Welt fliegen und die Puppen tauschen. Es war eine interessante Erfahrung, sagen wir es mal so, den wiederzusehen. Und die Songs waren irgendwie sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch irgendwie. Ich erinnere mich daran. Das Problem ist, im Englischen werden sie halt mit Piepsestimmen gesungen und im Deutschen werden sie einfach nur von billigen Chören gesungen. Deshalb. Naja. Aber ich fand es kreativ, wie sie die Nachricht für Dave zusammengeschnitten haben aus einem Haufen Schnipseln von Zeug, das er sagen muss. Das hat mich sehr an etwas erinnert, was sie mal in Leverage gemacht haben, wo es auch Hört ihr darum an? ging, quasi per Voice Command irgendein Passwort oder sowas einzugeben. Und dann hieß es, ja, ich krieg das mit der Software nicht hin, mir fehlt ein Q, mir fehlt ein scharfes S, mir fehlt bla bla bla. Und dann springt die Grifterin, springt so dazwischen und sagt so, ja, hier ist ein Zettel, können Sie mal bitte kurz ausfüllen, was das ist, hält ihm das so hin und dann steht da das Wort drauf, das genau diese Laute enthält und er musste das dann aussprechen quasi. Was ist denn ein? Und dann hatten sie alle Buchstaben, die sie brauchen, was ich. Das war witzig. Ich mag die Serie, ich empfehle die. Ist quasi wie das A-Team, aber halt aus. Cyberkriminell? Mit verrückten Plänen. Ja, wäre es eigentlich auch interessant, ob die auf Prime ist oder so. Ich meine, ich habe jetzt alle Folgen gesehen, aber trotzdem. Wäre nett zu wissen, was kann ich für dich Ich tun? habe Langeweile. Ist nicht irgendwo was Interessantes los? Ja, warum ist hier nichts los? Was zum Geier ist hier nichts los? Dann spielen wir mit Smara. Smara war vorhin hier. Komm, spiel mit mir. Sieht gut aus. Smara, was würdest du gerne essen? Komm Mit schon. Rennrichterin Fester. Nuff. Weg mit dir. Weg mit dir. Oh mein Gott. Einfach geplättet. Glückwunsch. Such dir einen aus. Das wird dann dein Preis. Groß, mittel oder klein, welche Kiste soll es sein? Groß, mittel oder klein? Ich sehe schon, ihr könnt euch nicht entscheiden. Dann nehme ich die Mitte. Und bekomme eine dicke, fette Bowlingkugel. Ich mag dieses Shintex-Gesicht. Aus welcher Episode ist denn das? Ponys, die ich toll finde, verschwinden normalerweise schnell von der Bildfläche. Was? Ponys, die du toll findest? Die verschwinden von der Bildfläche. Habe ich das richtig gehört? Einfach so verschwinden sie. Heizel. Hat ihn schon mal jemand Heizelmännchen genannt? Und ist er sehr wütend, wenn man das macht? Und ist er sehr wütend, wenn man das macht? Jemand hat es gestern gezeichnet, es ist super. Also, das Osterneko-Häschen. Das kann ich für dich tun. Ist denn schon Ostern? Das eben. Hä, ich wollte dich nicht abschneiden. Aber ich gebe dir einen Hasenbraten, warte mal. Oder eine Paella, wir kommen direkt aus Paldea, also habe ich dir eine Paella mitgebracht.
Oder ein Sandwich. Genau. Kann es nicht sogar sein, dass Panino... Shit, warte mal. Sasuke? Sasuke, du bist mein Testobjekt. Es ist noch nicht Ostern, aber bald ist Ostern. Interessierst du dich gar nicht mehr für uns, Ebenbild von Pina? Dieses Panino. Italienisches Baguettebrot. Delikat belegt mit Käse, Schinken und Salat. Aber ich dachte mir, vielleicht kommt daher diese Sandwich-Kultur. Sandwich. Diese Sandwich-Kultur aus Pokémon. Hier ist eine ganze Pekingente. So technisch gesehen, also ich muss schon ehrlich sagen, ich habe langsam aber sicher genug von dem Spiel. Ich mache jetzt nur noch das Jahr voll. Das Projekt hat ausgedient. Weil es will ja keiner Kinder bekommen, hier ist Hering. Mit dem Sandwich hat einen Grund. Die Lore, jetzt kommt die Lore. Damals als der... Warte, als in X und Y die Waffe abgefeuert wurde, hat der Strahl ein Sandwich getroffen und es kristallisieren lassen und daraufhin hat ein uralter König einen Feiertag, also so einen königlichen Feiertag erlassen, dass alle Leute Sandwiches essen müssen. Weißt du, ab Gen 2 gab es immer so Pokécom-Zeugs. Seit Gen 6 hat man immer nur was zu essen eingebaut. Ja, das finde ich schade. Spielen wir was. Was erzählst du da gerade? Ich habe mir den Lore ausgedacht. Gib mir den Diamanten! 1000 Euro! Oh Gott! Komm schon! No! Ich will den Diamanten! Verstanden. Es geht los. Ich tausche ihn auch gegen die Perle. Du hast einen Scheiße. Das hing ja an einem Faden. Seit Gen 3 gibt es die Funktion, eigentlich essen passiert. Meinst du Pokéblocks? Die anderen reden schon von dir, Ebenbild von Pina. Mehr will ich jetzt. Schade. Fuck! Einfach Diamant verkackt. Bei Gen 3 die Regeln, Gen 4 die anderen Teile. Ja, aber ja. Du musst dazu sagen, Gen 4 hatte auch noch die Pokédex und Gen 5 das Pokégear. Nicht das Pokégear, sondern das Seagear. So. Hier, Hähnchen. Ah, nee, warte, bist ja. Ich glaube, das hattest du gerade eben schon. Ich bin so satt. Das Hololock war einfach nur das Smartphone. Man konnte irgendwie. Was ich cool fand bei Pokémon X und Y war, du hattest so einen Shop für Pokémon. Du hast irgendwie, wenn du Streetpass mit anderen Leuten gehabt hast, hast du so Punkte bekommen. Und mit den Pokémon konntest du unter anderem Sonderbonbons kaufen. Was immer sehr cool war. Ich glaube, ich habe von meinen Pokémon legit nur Sonderbonbons gekauft. Weil den Rest konnte man ja überall sonst kaufen. Nicht mehr für uns, Ebenbild von Pina. Die haben, glaube ich, so 500 oder 1000 Punkte haben die gekostet. Ich mochte das Bohnen-Minispiel aus Gen 7. Es hat sich angefühlt wie so ein Mobile-Game. Ich habe, glaube ich, aber auch schon alles freigeschaltet. Hey, Ebenbild von Pina. An welche dieser Dinge glaubst du? Ist die Frage. UFOs ist wahrscheinlich die Heizelmännchen. Ich sag mal so. Von all diesen Dingen sind UFOs am wahrscheinlichsten, weil ein UFO ist einfach nur ein Flugzeug oder ein Fluggerät von einem anderen Planeten, den wir noch nicht erforscht haben. Mit anderen Worten, vielleicht nicht in unserem Sonnensystem, aber sehr weit weg, wo wir noch nicht schnell genug hinreisen können, ohne zu sterben, wird es definitiv irgendeine andere Form von Leben geben, die in unserer Intelligenz matcht. Und dementsprechend machen UFOs einfach Sinn. Gespenster sind schwer nachzuweisen. Und Yetis? Was ist ein Yeti so? Das ist einfach nur Schnee-Bigfoot. Das trifft sich gut. Erst neulich habe ich wieder eins über der Insel gesehen. Ja, aber auf der Insel ist doch einer. Ja, gut.
Gibt ja mehr als eine Sonne. Ja eben, es gibt so viele Planeten, das kann kein Zufall sein. Mit dem Touchpen kannst du auch durch diverse Listen scrollen. Oh wow, ich kann dich auch im Kreis drehen. Wow. Schneller, schneller, schneller! Schneller, 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 nicht kotzen! Nicht kotzen! Es wird alles... Gönn dir eine Kohlroulade und einen Klippfisch. Wobei die Zeit anders verläuft. Ja, also, das ist halt die Sache. Für uns ist ein Tag 24 Stunden. Aber egal, wo du bist, Zeit vergeht ja trotzdem. Aber es hieß irgendwie mal, wenn man sich im Weltall bewegt, dann vergeht Zeit anders. Aber das ist halt die Sache. Die Zeit vergeht nur anders, weil du irgendwie das Licht anders wahrnimmst. Das heißt, es vergeht trotzdem die gleiche Zeit. Aber war das nicht so, dass wenn du im Weltall warst und wieder zurückkommst, dass dann irgendwie weniger Zeit vergangen ist, als du gelebt hast, oder dass du mehr gelebt hast, als Zeit vergangen ist oder so, ich weiß auch nicht. Wenn du irgendwie eine Uhr mit ins Weltall nimmst, dann ist die Zeit, dann vergeht im Weltall, glaube ich, weniger Zeit als auf der Erde. Oder, nee, umgekehrt. Im Weltall vergeht mehr Zeit als auf der Erde. Ich habe keine Ahnung. Ein Jahr würde 600 Tage dauern. Ein Jahr ist bei uns auch nur dadurch definiert, wann irgendwie gewisse Sonnen- und Mondstände irgendwie da sind oder nicht. Dadurch ist ein Jahr definiert. Klar, es gibt dann noch so Sachen wie was heißt Lunar Eclipse auf Deutsch? Mondfinsternis und Sonnenfinsternis und sowas. Aber ich glaube, das ist einfach nur, wenn sie exakt sich berühren. Und sie fahren ja trotzdem aneinander vorbei auf dieser Route. Ich glaube, ich sollte aufhören zu reden. Ich habe zu wenig Ahnung von diesem Thema. Aber gut. Ja, der hier wird richtig geshaked. Santo Trixie. Und Mama Gecko Sabine. Interessierst du dich gar nicht mehr für uns? Ebenbild von Pina. Was ist eigentlich mit dem Stream? Wird eigentlich Montage oder Montage? Montage. Ich hätte so gerne ein richtig niedliches neues Haaraccessoire. Einfach Montag, Schmontag. So, perfekt. Wer hat eigentlich mit diesem ganzen Schmn angefangen? Weil ich kenne ja Gecko Schnecko, Wollo Schmollo, also Wollo benutzt das, Keggy benutzt das aber auch. Also wer von denen hat sich das eigentlich ausgedacht? Ich hab's auf jeden Fall von beiden. Also ich hab's zuerst von Wollo übernommen, aber ich hab dann gemerkt, dass Keggy die auch benutzt. Deshalb frage ich mich, wer damit eigentlich angefangen hat. Haaraccessoire. Haaraccessoire, wie ist das mit deinem Apfel? Pass bloß auf, Gecko ist vielleicht darauf allergisch. Bitte sehr, ein kleines Dankeschön. Ui, ein Mobile. Hä, Mobile oder Mobile? Gut gefangen. Hm. Ja gut, hat nicht geschmeckt. Churros mag sie nicht, Astronauten mag sie. Sie mag Astronautennahrung. Ein kleines Dankeschön. Oh, ich habe ein Problem. Und ich bin immer noch Krampus. Fuck. Es wird Zeit für ein Umstyling. Nee, das sieht irgendwie nicht so gut aus. Das sieht halt echt so blöd aus. Mach ich nur die Sternenbrille? Oha. Schlabberpulli passt eigentlich. Büro-Outfit, Meerjungfrau. Ach du, passt da eigentlich, Schlabberpulli. Der sieht echt gut aus. Schlabberige Pulli. Du hättest gern was zu essen. Klippfisch.
Warum auch immer das Zeug klippt für Scheiß. Oh mein Gott, sie muss sich übergeben. Oh mein Gott, ich muss kübeln. Oh mein Gott, kübeln. Diese Jugendsprache aus TV-Serien. Ich frage mich, ich meine, heutzutage wird ja auch die Jugendsprache, die in TV-Serien, ich meine, ich kann das nicht beurteilen, weil ich dieses Alter nicht habe, aber Serien, also die Sache ist die, Kinderserien werden von Erwachsenen geschrieben. Und wenn heutzutage Digger in Kinderserien vorkommen, dann liegt das daran, dass wir 2012, 2010, 2008 schon Dinger gesagt haben. Ich kenne Dinger seit der 7. oder 6. Klasse. Seit der 7. Klasse definitiv. Ich meine, in 6 oder 7 Jahren sagen die Leute Bre in Kinderserien. Ich sag's euch. Deshalb frage ich mich, ob so Aussagen wie ich muss kübeln oder lass mal was spachteln gehen, ob das eher so 90er Ausdrücke sind. Stark. Dann cringe. Boah, der cringe. Was hältst du davon? Ich hab mich voll gekleckert, dass du über der cringe. Laut am Telefon reden, cringe. Fand uns verliebt in Gecko. Könnt ihr nicht Kinder kriegen oder sowas? Das wäre echt voll nice. Hey, wir haben uns ja ewig nicht gesehen. Schön, dass du hier bist. Ich höre, dass du hungrig bist, deshalb gönn dir die Hähnchen Tiki Masala. Wie hieß der Direktor aus Violet? Kleval. Ich glaube Kleval. Warte, die sind nicht verheiratet. God fucking damn it. Wisst ihr, was es braucht? Für ein Item? Ich brauche ein Item, womit ich sie auf ein Date forcen kann. Keine Ahnung, Tickets fürs Kino oder so. Und wenn sie einen Partner haben, gehen sie mit dem Partner. Ansonsten fragen sie, mit wem soll ich da hingehen? Und dann sagst du ihm, mit wem sie da hingehen sollen. Und so kann man ihre Beziehung verbessern. Du wirst es irgendwann sehen, warum ich... Ich weiß, dass klar, wer cringe sagt. Ich bin, was das betrifft, gespoilert. Es gab gewisse Tweets, an denen gab es kein Vorbei. Das Ebenbild von Tina. Ich weiß nur nicht, wann er cringe sagt. Das ist das Problem. Turbo! Cowboy, Turbo! Imitiere Ari. Ich will alles sehen. Beans. Beans! Motherfuckers making beans! What the fuck? Beans! War sehr ähnlich. Ich habe es viel geübt. Beans! Ich finde es schön, wenn du mich besuchen kommst. Oh, das hast du schön gesagt. Gott, Kerbo, wie kann man Kerbo nicht lieb haben? Kerbo Fubo Wan. Ich arbeite an einem Beans-Emote. Für was? Für wen? Ist es ein Auftragsarbeit? Oder für dich selbst? Hast du einen spezifischen Wunsch, Kerbo? An Klamotten oder an Objekten? Warte. Ja, Objekte hast du, glaube ich, keins mehr frei, deshalb hast du eventuell einen Kleiderwunsch. Oder willst du einfach nur ein Lied? Okay, hast du eine spezifische Abteilung? Willst du ein Kostüm? Willst du normale Klamotten? Unisex-Klamotten? Arbeitskleidung? Einen Yakuza-Anzug. Oh, warte mal, ich guck mal informell. Also das ist... Ich hätte aber nur die Farben da, die ich da hätte. Ich hätte einen weiten Anzug, falls das Yakuza-Style ist. In weiß, okay. Der weiße Yakuza. Ich weiß, dass Yakuza nichts mit Yakuza zu tun hat, aber es ist trotzdem witzig. Ich wette, Yakuzis haben den Yakuza. Yakuza? Warum heißt das Ding überhaupt so? Ich meine den Whirlpool. In dem Schwimmbad, wo wir früher mal hingegangen sind, gab es einen Whirlpool. Der war nur leider gesperrt, als ich das letzte Mal in dem Schwimmbad war. Sonst hätte ich mich da locker wieder reingesetzt. Das ist schon sehr angenehm. Schon sehr angenehm. Kerbo Kazuma. Kazuma Sato. Und Sasuke. Shake mit der. Guten Abend.
Ich wollte sagen, leicht bekleideten Bella. Okay, neuer Hut. Stock und Hut. Wie ist mit dem Bauarbeiterhelm? Die Badekappe ist das. Offiziell ist heute ist offizieller Germi-Tag. Was hat er denn jetzt schon wieder gemacht? Ich habe gesehen, er hat vorhin Mario Duty Dream Team Bros oder sowas gespielt. Ach, das Trend. Ach, das war vor einem Jahr erst? Hier, gönne den Bausteinhelm. Oh, ich habe vergessen, dass du grüne Haare hattest. Man sieht ihn nie ohne die Kapuze. Shit, er hat alle Lieder schon vor einem Jahr. Ich will mir jetzt kein Objekt geben, deshalb, ja. Sand. Ja, aber dass das überhaupt erst ein Jahr her ist. Leute meckern immer, dass Zeit so schnell vergeht, aber nein. So, für mich war der Germi-Trend erst gestern. Sabine hat die Haare schon schön. Findest du nicht auch? Sie hat die... Ich werde es nicht singen. So, es gibt damit offiziell keine Probleme mehr. Und es ist schon dunkel, weil es gleich 20 Uhr ist. Dann würde ich sagen, Pinlink, was geht hier ab? Was geht ab? Oh, Keks verliebt. Ich muss mir alles anschauen. Pinlink, Spekulatio und Hisky. Beim morgendlichen Training auf der Insel. Luca existiert. Und Hinnel sieht fly as hell aus. Und dann ist da noch Smara, sie. Smara! Chaka! Sehr empowering. Shia hat den Spaß ihres Lebens und zeigt Mama Gecko Sabine gerade ihr Zimmer, die äußerst enthusiastisch zu tanzen beginnt. Ebenfalls bei Nuff, warum sind die alle so happy? Ich war 2 Wochen nicht da. Wollt ihr etwa sagen, dass ihr es ohne mich besser fandet? Und dann ist da noch Stella. Sie übt ihre Tanzroutine mit Erdnuss. Sehr graziös. Und dann sind da noch Keks und der Oswinds Weihnachtsmann. Ist es nicht ein bisschen zu spät, um Weihnachtsmann zu spielen? Ho, ho, no! Oh Gott, ich gehe ja schon. Nein. Einfach nein. Gesundheit. Und hier haben wir den Paper Samurai. Das einzige, was er muss, kann, ist Ballett. Sind am Zocken und Zeit hat verloren. Bei Metroid. Oh. Gleich nochmal. Starbling. Genießt den Sternenhimmel. Und Kerbo plant seine üblen Schemes. Aber gut, dann gehen wir mal der Reihe rum durch. Pinlink kriegt jetzt was zu essen. Ich glaube, wir machen einfach kürzere Folge. Es gibt nichts. Es gibt nicht wirklich was noch zu tun gibt. So lange nicht gesehen. Du kriegst auch ein Hähnchen. Nix wie rein da. So lange nicht gesehen. Und jetzt bis zum nächsten Mal. Bis in 100 Jahren. Oh, Lukas kann mir zu Hause. Hedel, hast du Hunger? Hedel, willst du was zu essen? Willst du Krebs? Das Ebenbild von Pina. So lange nicht gesehen. Hedel, Krebs. Ich werde mir morgen Rührei machen. Das wird ziemlich nice. Ich habe sogar endlich Sucuk gefunden in meinem Einkaufsladen. Kannst noch kurz auf Körbungs Wohnung, ich brauche das für den Shitpost. Oh Gott, ich hoffe, ich krieg das hin. Ansonsten versuchst du es dir irgendwie im Stream raus. Ah, hier, nimm die Ballade. Du wirst das schon schaukeln. Du wirst die Gitarre shredden, so wie dein Skateboard. Ah, das ist jetzt blöd. Schneller, Körbo, du schaffst das! Schneller! Nicht aufgeben! Perfekt. Okay, welchen Winkel brauchst du? Okay, sehr gut. So,
Wieso? Erdnuss ist nicht zu Hause, dafür haben wir JJ, JJ. Gesundheit. Ich frag mich, ob der irgendwann noch ein Level kriegt. Dafür, dass wir ihm nur helfen. Oh Gott. Jetzt ist der Schluck auf weg. Kaninchen, es ist bald Ostern. Gönn dir Clipfish. Ich hoffe, du magst deinen Clipfish. Lecker. Level up! Ja, auch du kriegst einen Metal Song. Ab dafür. Renn schneller! Give me all you got! Dance, 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 come on, take me to the top! Erdnuss! Ich hab das gehört! Interessierst du dich gar nicht mehr für uns, Ebenbild von Oh, Dina? Ich will Erdnuss irgendwie knuddeln. Erdnuss ist süß. Erdnuss ist das, was ich als adorable bezeichnen würde. Ich folge erst seit dem 13. Januar. Das ist ja ein paar. Ja, war das nicht? Irgendwas war da. Ich glaube, die Woche nach Tasty. Irgendwie nach meinem Geburtstag. Ich glaube, mein Geburtstag war letztes Jahr ein Montag. Und danach habe ich ja quasi bei Tasty, war ich ja dann ganz spontan dabei. Es wäre cool, das mal wieder zu wiederholen. Ich weiß nicht. Ich hätte schon Lust drauf. Aber ja, erstmal irgendwas mit Lori machen. Und wenn es nur irgendwie so ein Abend Jackbox oder so ist, das wäre auch cool. Gecko! Gecko Schmecko! Ah, du warst doch das Ebenbild von Pina, nicht wahr? Ja, was kann ich für dich tun? Du bist hungrig. Ich habe Hunger. Dann gönn doch du dir einen Clipfisch, während ich mich nochmal aufrechte, strecke. Und dann schaue. Es gibt wieder neue Probleme, ne? Machen wir doch was 10 nach. Ich hatte überlegt, ob ich jetzt die Folge beende, aber wir können die ruhig alle noch füttern, das ist nicht das Problem. Hör mal, wie ich Luni imitiere. Luni wird imitiert. Gott, von der habe ich ewig nichts gehört. La 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 la. La 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 la. Echt, oder? Es geht. Ich habe echt viel geübt. Ich merke, es gäbe auch Varianz davon, dass sie halt mal schlechter sind da drin. Der nächste Clipfisch. Entweder ist das Hähnchen oder Clipfisch. Eins von beiden ist es heute. Ich glaube, das Hähnchen ist auch alle. Sonst hätte ich viel mehr davon verschenken können. Haben wir die nicht ständig was schenken müsste? Das ist so unnötig. Hallo? Hast du Clipfisch im Bauch? Ja, sehr schön. Hast du was im Kopf? Entschuldigung, hast du was im Kopf? Hä, wie kann ich in den Kopf reingucken? Ich übe gerade Grimassen. Oh, okay. Das ist cool, ich habe nichts dagegen. Und Oswin. Weihnachtsmann und Osterhase in einem Frame gesichtet. Ist da etwa eine Affäre im Anmarsch? Du warst du nicht. Das Ebenbild von Pina. Er zieht mich schon auf. Er ist wirklich Oswin. Ich brauche einen neuen Hut. Ja, den brauchst du. Krobado-Hut. Könnte dir passen. Oder der Party-Animal-Hut. Ja, ich denke, jetzt wird der hoch. Der Cordoba-Hut. Ah, den habe ich nicht in schwarz. Okay. Okay. Oh, den Mafiosi-Hut. Herr damit. Der Elder ist fertig. Hau ihn in den Discord. Er hat ihn schon. Scheiße. Already have. Schau mal rein. Bitte sehr. Ein kleines Dankeschön. Kurt. Drunkards. Die Körbe ist hier. Körbe, Körbe, Körbe. Er ist wieder da.
Also ich sehe die Schriftart. Wann passiert das? Es ist bei Internet-Stuff. Doch du gönn dir einen Clipfish, von denen wir nur noch drei haben. Neuer Level, Level 29, direkt das nächste Item hinterher. Ja, keine Lust mehr. Es ist vorbei. Wenn wir so weitermachen, erreichen wir wirklich noch das Weltall. Oh, Pina ist... Oh mein Gott! Why am I so furious? Ich bin gerade schlecht gelaunt. Ah shit, das ging ja so gar nicht. Ultra-Style Jim Pina gegen... Wer hat dich gehauen? Warte, ich muss wissen, wer dich gehauen hat. Wer hat dich abgefuckt? Wer hat mich wütend gemacht? Ich bin gerade schlecht gelaunt. Luft und ich hatten einen derben Streit. Was ist denn ich wütend? Oh mein Gott, na... Nur, ist mir doch egal. Also entweder bin ich tot. Ja, ich weiß, das habe ich schon seit Ewigkeit da drin. Das habe ich mal designt, weil ich dachte, ich wollte mir eigentlich zeigen, aber irgendwie war das damals nicht so ganz möglich. Das war ganz merkwürdig. Und heute traue ich mich irgendwie nicht mehr. Es geht los. Oh, der Kompass. Ich will den Kompass. Und die Karte. Schade. Wie kann man so langsam sein mit den Reflexen? Verstanden? Es geht los. Nur zwischen den es war... Schade. Oh. Kein Kompass. Schade, schade. Keine Senusbutter. Ja. Dankeschön. Und auch du kriegst was zu essen. Auch du kriegst eine Kohlroulade. Nom 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 nom. That shit is good. Bitte sehr. Ein kleines Dankeschön. Schaukeln. Aber ja, niemand will mir helfen und nur will mir wortwörtlich einfach die Fresse polieren. Leute, glaubt, ich bin tot. Okay, ich habe eine Idee. Viele Leute sind in ihren Häusern, vielleicht hat da ja jemand die Lösung. Vielleicht ist Tatashi ja. Vielleicht hat Tashi ja das Wort der Vernunft. Guten Abend. Ich werde Mist sagen, wenn ich wütend bin. Gerne. Was hältst du davon? Klingt gut. Alles klar. Das war jetzt schade. Unspektakulär. Danke für deine Hilfe. Bitte nimm im Gegenzug das hier von mir an. Noch eine Goldmünze. Oh, da ist ein Fussel. Du hast da was von einer Pusteblume auf dem Kopf. Mach das Ding weg. Ich mache. So, bitteschön. Bitteschön. Also. Platter, Nico. Oh, tut mir leid, Platter, das wollte ich nicht. Ich dachte wirklich, du hättest mich schon vergessen. Nein, das ist doch alles okay. Wolltest du nicht helfen? Ich würde Neko gern ausführen, aber wohin nur? Das ist die Gelegenheit. In den... ins Café.
Gute Idee. Ich mache mich fertig und breche dann sofort dahin auf. Sehr schön. Und lass dich richtig schön abfüllen. Ja, also niemand will uns helfen. Dementsprechend werden wir wohl bis zur nächsten Folge leiden. Ah, das ist ein bisschen sad. Aber so ist das Leben. Werde ich die nächste Folge überleben? Oder werde ich einen qualvollen Tod durch einen Magical Girl Laser sterben? Findet es beim nächsten Mal raus bei Tomodachi Live. Bis zum nächsten Mal und tschüssi.